25. Mai 2018 tritt die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. In den letzten Wochen und Monaten besuchte der Datenschutzexperte Gerhard Warneck im Auftrag der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich zahlreiche Gewerbe- und Handwerksbetriebe in Niederösterreich, um ihr Unternehmen datenschutzfit zu machen. Warum geht es bei dieser DSGVO denn eigentlich? Was sind denn Daten? Grundsätzlich sind Daten nur von Personen gemeint. Also die Datenschutzgrundverordnung spricht von personenbezogenen Daten. Das sind Daten, die einen Rückschluss auf einen Menschen zulassen und die im Unternehmen in irgendeiner Form aufbewahrt und verarbeitet werden. Also das beginnt ganz simpel bei Stammdaten, also irgendwelche Kontaktinformationen, die ich von Personen sammle, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, und geht natürlich dann weiter, zum Beispiel jetzt bei Gesundheitsberufen, gesundheitsbezogene Daten. Wenn ich einen Optiker hernehme, halt die Sehwerte oder Sehschwächen von einer Person, Orthopäden, irgendwelche Fehlstellungen beim Bein oder auch Sozialversicherungsnummer für die Mitarbeiter, die ich ja brauche, um die Mitarbeiter bei der Gebietskrankenkasse anzumelden und abzurechnen. Die Datenschutzgrundverordnung spricht eben von systematisch verarbeiteten Daten, und systematisch verarbeitet heißt auch, wenn ich was in einer Kartei schreibe, in einen Zettelkasten aufnehme und den nach Datum, nach Name, nach Geografie ordne, dann sind auch das systematisch erfasste Daten und fallen genauso unter die Datenschutzgrundverordnung. Und natürlich alles, was im weitesten Sinne irgendwo in einem EDV-System erfasst und verarbeitet wird. Laut Datenschutzverordnung darf man grundsätzlich gar keine personenbezogenen Daten sammeln. Außer ich habe einen Rechtsgrund dafür. Und es gibt verschiedene Gründe, die diesen Rechtsgrund bilden können. Das kann sein, dass ich es für die Abwicklung des Auftrages, also für die Leistungserbringung brauche, oder dass es grundsätzlich rechtliche Bestimmungen gibt, wie jetzt zum Beispiel von der Finanz die 7 Jahre Aufbewahrungsfrist, dass es solche Bestimmungen gibt, dass ich das darf. Oder der Betroffene gibt mir seine Einwilligung, das wäre ein Rechtsgrund. Habe ich so einen Rechtsgrund, dann darf ich diese Daten genau für den Zweck eben verarbeiten. Muss aber Daten irgendwann auch wieder löschen. Ich darf Daten nicht unbegrenzt aufheben. Diese Einwilligungen müssen von allen natürlichen Personen eingeholt werden. Kunden wie Mitarbeiter. Das Arbeitsverhältnis alleine bedeutet nicht, dass man zum Beispiel jederzeit Fotos machen und verwenden darf. Will ich jetzt zum Beispiel Fotos von einem Mitarbeiter verwenden für das Internet, für Firmenzeitung, für eine Aussendung, dann muss ich den Mitarbeiter grundsätzlich um seine Einwilligung bitten, dass ich dieses Foto verwenden darf. Genauso kann ich meine Kunden fragen, ob ich sie per E-Mail benachrichtigen darf oder ob ich ihnen einen Post schicken darf oder ob ich sie in irgendeinem Kundenclub, in einer Kundenmarketingaktivität aufnehme, zum Beispiel für Jahresbonifikation. Und der Kunde muss zu all diesen Aktivitäten separat zustimmen, und das darf auch nicht vorangekreuzt sein. Also ich kann ihm nicht im Internet oder ein Blatt Papier hinlegen, wo schon alles angekreuzt ist, und der sagt dann ja, das will ich, sondern der muss aktiv selbst ankreuzen und gezielt sagen, bei 1, 2, 3 oder vielleicht nur 1 oder nur 3 willigt er ein. Und idealerweise ist diese Einwilligung schriftlich. Entweder im Internet, da gibt es ja das berühmte Double Opt-in, wo ich mich zum Beispiel anmelde, dann kriege ich noch einmal ein Mail zugeschickt und dieses Mail muss ich nochmal bestätigen, dann ist sehr eindeutig, dass ich das wirklich will. Oder wenn ich das jetzt anhand eines Formulares mache, wo ich halt auch ankreuzen kann, dass ich auch dann mit meiner Unterschrift dieses Formular bestätige, und als Unternehmer hebe ich mir dieses Formular dann entweder physisch oder eingescannt auf, sodass ich nachweisen kann, diese Einwilligung hat stattgefunden. Die Datenschutzgrundverordnung geht von dem sogenannten Fairness-Prinzip aus. Und dass ich Daten quasi treuhänderisch übergeben bekomme und diese Daten eben sorgfältig schützen muss und nur zu dem Zweck verarbeite, der eben grundsätzlich von dem Rechtsgrund oder von der Einwilligung vorgesehen ist. Und dann habe ich noch den Grundsatz der Transparenz, sprich ich muss den Betroffenen, den Kunden, den Mitarbeiter, den Lieferanten auch informieren und aufklären, was passiert mit diesen Daten. Die Datenverarbeitung hat also nach dem Prinzip der Rechtsmäßigkeit, nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit zu erfolgen.